Junge Führungskräfte argumentieren dann ihren Veränderungsbedarf und argumentieren, welche Vorteile alles diese neuen Ideen hätten. Und wenn die Mitarbeiter dann sagen, ja warum, wir machen das ja jetzt auch nicht schlecht, dann lässt man sich dazu verleiten, den Reformbedarf mit der Kritik am Bestehenden zu argumentieren, dass man sagt, das ist schlecht und das ist suboptimal und das führt zu weniger guten Ergebnissen. Und diese Argumentation ist aus der Sicht von Führungskräften, die was verändern wollen, sehr verständlich, weil man muss ja irgendwie einen Grund liefern, warum etwas verändert werden soll. Aber der Grund darf nie die Kritik des Bestehenden sein, weil wir müssen uns immer in die Situation der Mitarbeitenden versetzen, die in der Organisation schon 5 oder 10 oder 20 Jahre arbeiten. Die machen das, was sie machen und das, wie sie es machen, ja nicht deshalb, weil sie der Meinung sind, das ist ohnehin schon alles überholt und veraltet, aber wir machen es, weil es bequem ist oder weil wir unflexibel sind oder weil wir uns nicht verändern wollen, sondern die Mitarbeitenden machen es, weil sie es so gelernt haben, weil es ihnen so vermittelt wurde, dass das die ideale Vorgangsweise ist, weil sie selber der Meinung sind, so ist es richtig und so ist es gut und so ist es auch gut für die Organisation und alle Beteiligten. Sie machen es also aus einem ehrlichen Bewusstsein, gute Arbeit machen zu wollen. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass das alles, was sie tun, dass es reformbedürftig ist und überholt werden muss oder überhaupt ganz anders gehört, dann sehen sie das natürlich auch als Kritik an ihrer Person und an ihren guten Absichten. Und natürlich versuchen sie es zu verteidigen. Und die Verteidigung funktioniert dann so, dass sie sich an die bestehenden Strukturen klammern, dass sie die bestehenden Strukturen verteidigen und dass sie sozusagen alle neuen Vorschläge zurückweisen und kritisieren, auch wenn diese Kritik sachlich oft einer gewissen Logik entbehrt oder wenn man auf sachlicher Ebene durchaus die Vorteile eines neuen Vorschlages erkennen könnte. Die Emotionen sind da so stark, dass eine sachliche Argumentation überhaupt nicht mehr möglich ist. Da geht es aber bei diesen Phänomenen geht es aber nicht darum, dass die Führungskraft jung ist und dass ihre Vorschläge deshalb abgelehnt werden, sondern es geht darum, dass die Vorschläge deshalb abgelehnt werden, weil sie als eine explizite oder vielleicht auch nur implizite Kritik an der bisherigen Vorgangsweise verstanden wurden. Und daher sind nicht nur junge, sondern alle Führungskräfte, die etwas verändern wollen, gut beraten, vor diesen Veränderungsbemühungen, lange vorher schon, sich die, besonders wenn sie als neue Führungskräfte anfangen, sich die Vorgangsweisen erklären zu lassen, sich beschreiben zu lassen, wie die Mitarbeiter bestimmte Prozesse erledigen, wozu sie das tun, welche Erfolge sie damit haben, und diese Erklärungen immer kommentieren mit wertschätzenden Kommentaren, indem man sagt, ihr macht das wirklich toll und das ist beeindruckend, wie professionell hier gearbeitet wird und so weiter. Und es ist wichtig, dass diese Äußerungen nicht als reine Heuchelei aufgefasst werden. Also es darf nicht sein, dass wir jetzt lernen, okay, wir müssen da etwas Positives dazu sagen. Und auch wenn ich nichts Positives dran finde, sondern wir müssen das Positive hervorstreichen und wir müssen es auch so meinen. Und wir müssen unseren Mitarbeitenden, gerade als neue Führungskräfte, Wertschätzung dafür entgegenbringen, wie sie sich bisher für die Organisation eingesetzt haben. Und das möglichst, ohne es mit Kritik oder Besserwisserei zu verbinden. Und wenn uns das gelingt,
dann ist es erstens einmal eine wichtige Investition in den Aufbau der Vertrauensbasis und es ist eine wichtige Investition in mögliche Veränderungsprozesse oder Veränderungsprojekte, die wir vielleicht in einem nächsten Schritt vorhaben. Ich habe neuen Führungskräften immer geraten, also ich habe neue Führungskräfte immer versucht, begleitend zu coachen und ich habe ihnen gesagt, runter vom Gas, es wird von dir im nächsten halben Jahr überhaupt nichts erwartet, dass du etwas neu aufsetzt oder etwas veränderst. Es ist mir wichtig, dass du die Prozesse in deiner Abteilung kennenlernst. Es ist mir wichtig, dass du die Menschen kennenlernst, dass du viel mit denen kommunizierst und dass du ihnen die Wertschätzung für das, was sie tun, entsprechend zum Ausdruck bringst. Dass, wenn das im ersten halben Jahr tatsächlich gut verläuft, dann haben wir sehr viel gewonnen für die Organisation. Und nebenbei wird das Vertrauen aufgebaut und du erfährst auch, wenn du nicht denen erklärst, wie sie es besser machen, sondern wenn du dir von denen erklären lässt, warum sie es so machen und warum das aus ihrer Sicht so gut funktioniert, dann erfährst du sehr, sehr viel über nicht nur über die Verfasstheit der Organisation und die organisationalen Prozesse, sondern du erfährst auch sehr viel über die handelnden Personen und das kann dann eine gute Grundlage sein, in einem nächsten Schritt vielleicht das eine oder andere Verbesserungsprojekt ins Leben zu rufen, wenn wir nämlich die Motivation der Mitarbeiter kennen, nämlich die Dinge im Sinn ihrer Kunden oder im Sinn ihrer Aufgaben gut zu erledigen, dann werden sie vielleicht ansprechbar sein auf die Frage, wie können wir, weil wir wissen, dass die Konkurrenz auch nicht schläft und das Gut immer nur dann gut bleibt, wenn man ständig an Verbesserungen arbeitet, wie können wir vor diesem Hintergrund unsere guten Prozesse noch ein bisschen besser gestalten, noch ein bisschen nachhaltiger gestalten oder wie auch immer verändern, sodass sich für die Organisation oder für unsere Kunden weitere Vorteile ergeben. Und mit so einer solchen Fragestellung können wir Mitarbeitende dazu bewegen, eigene Ideen einzubringen, die sie dann auch bereit sind, in der Folge selber umzusetzen. Also wenn Führungskräfte, auch junge Führungskräfte, das verstanden haben, dass sie nicht die Ideen für die Veränderungen haben müssen, sondern dass der Weg zur Veränderung über die Wertschätzung des Bestehenden geht, dann haben sie, glaube ich, einen Großteil der Hürden, die sich vielleicht für junge Führungskräfte in der Führung von älteren Mitarbeitenden stellen, haben sie, glaube ich, einen Großteil dieser Hürden gut bewältigt und es ist, liegt nicht an ihrer Jugend, wenn Dinge schieflaufen, sondern daran, dass manchmal einfach zu wenig Wissen und Know-how und Herangehensweise da ist, welche Herangehensweise langfristig gut ist. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Input für viele eine Hürde für Veränderungsprozesse aus dem Weg räumen konnte.